bin ich schon beim dritten Backup-Tool, das ich teste und das kostenlos ist. Und das Tool kenne ich schon, das kennt ihr vielleicht auch aus dem anderen Video schon, denn das habe ich auf meinem QNAP NAS eingesetzt, um damit in die Cloud zu sichern. Aber man kann natürlich auch auf lokale Datenträger sichern und da schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wie das Tool so funktioniert. Als erstes bin ich hier im Webbrowser, das ist hier rechts unten gestartet und ja, das Interface sieht man halt im Webbrowser. Ist relativ einfach, ich klicke hier auf Sicherung hinzufügen und sage neues Backup konfigurieren. So, hier kann ich jetzt einen Namen festlegen und auch gleichzeitig die Verschlüsselung festlegen. Ich nehme ein ganz schwaches Passwort. Aber das ist jetzt hier erstmal wurscht. So, jetzt lege ich ein Laufwerk fest, wo drauf gesichert werden soll. Ich nehme mal, ja, vielleicht G oder sowas. Und da lege ich einen Ordner drauf an, in den reingesichert wird. Den nenne ich mal Backup. So, muss ich das hier mal neu laden, dass er das auch zurück vielleicht nochmal weiter... Nee, er weigert sich so ein bisschen. Zeige versteckte Ordner. Nee, macht er auch nicht. Okay, also dann mache ich Pfad eingeben, ist ja auch nicht schlimm. Backup. Kann ich sogar auf Anzeigen klicken. Aber der Pfad ist auf jeden Fall eingegeben. Verbindung kann ich hier prüfen. Verbindung erfolgreich. Okay. Jetzt wird's spannend. Ihr könnt euch vielleicht an den letzten Test von dem Paragon-Tool erinnern und das hatte ja ein großes Problem, denn das hat nur auf den Laufwerksbuchstaben geschaut. Und hat entsprechend da hingesichert, ja, wo der Laufwerksbuchstabe liegt. Und das kann bei Windows sich ja ziemlich schnell ändern. Da hat meiner Meinung nach Duplikate echt die Nase vorn und auch eine relativ einfache Lösung. Schade ist nur, dass das hier nicht standardmäßig angezeigt wird oder man hier gewarnt wird, Vorsicht, Laufwerksbuchstaben ist keine gute Idee. Man geht einfach hier unten in die Option für Profis. Es gibt auch eine Hilfeseite, die das genau beschreibt, was man da machen muss. Und zwar müssen wir jetzt zwei Optionen auswählen. Alternate Destination Marker und Alternate Target Paths. Der Alternate Destination Marker, der schaut einfach nach einer Datei, das ist auch hier unten beschrieben, ob die denn vorhanden ist. Und wenn die vorhanden ist, dann sichert er auf das Laufwerk. Was heißt das für uns? Wir gehen in den Backup-Ordner, legen eine beliebige Textdatei an und jetzt sollte man echt mal mit dem Kopf auf die Tastatur hauen und da sollte sowas bei rauskommen oder man im Passwortmanager oder sonst irgendwas. Wie ich jetzt die Dateiendung nenne, ist auch völlig egal. Der braucht auch keinen Inhalt haben, die Datei, sondern man muss hier einfach nur den Dateinamen kopieren. Und wenn der in dem Ordner halt diesen Dateinamen findet, dann weiß er, er ist auch im richtigen Laufwerk und fängt mit dem Backup an. Und er hat jetzt auch noch eine Sonderfunktion. Er scannt, kann nämlich einfach alle Laufwerke durchscannen. Das kann ich hier gerade rauskopieren. Das Sternchen ist eine sogenannte Wildcard. Der prüft jetzt also alle Buchstaben ab, schaut immer in allen Laufwerken in den Ordner Backup und sucht nach dieser Datei hier oben. Und nur wenn er die findet, macht er auch ein Backup. So, das war's im Grunde hier schon mal. Ja, dann kann ich doch direkt weitergehen. Das ist ja das Ziel gewesen, das wir hier ausgewählt haben. Und als Quelldatei wähle ich hier wie immer unter My Documents wichtige Dateien und weiter geht's. Jetzt kann ich noch einstellen, wie oft das passieren soll. Und wichtig ist hier die Backup Retention, das ist die Versionierung. Ja, es gibt hier sowas, eine Smart Backup Retention, die kann man machen, steht genau hier, was er tut. Ich nehme jetzt mal Keep All Backups zum Vorführen. Das ist aber ziemlich ressourcenaufwendig, also ihr solltet euch überlegen, was ihr dort auswählt. Ich gehe jetzt hier auf Speichern. Und bestätige nochmal, dass ich meine schwache Passphrase verwenden möchte. So, ich gehe hier nochmal auf Sichern. Und jetzt macht er die initiale Sicherung und die scheint auch funktioniert zu haben. Schauen wir mal nach. Ja, er hat hier was angelegt und das ist hier auch mit AES-Krypt verschlüsselt. Gut, also das hat funktioniert erstmal. Aber jetzt die spannende Frage, was passiert denn, wenn mein Backup-Medium nicht da ist? Das kann ich ja einfach simulieren, indem ich hier mal diese Datei umbenenne und dann haben wir auch gleich getestet, was er macht, wenn er diese Datei nicht findet. Ich gehe auf Jetzt sichern und schau mal, was er macht. Er macht eine ganz tolle Windows-Meldung und die ist sogar sprechend. Er hat diese Markierungsdatei nicht gefunden und ich werde also als User über das Problem informiert und als würde das nicht reichen, hier unten habe ich ein rotes Symbol, das mich auch nochmal darauf hinweist, falls ich jetzt vergessen habe oder nicht gesehen habe, dass da die Meldung kam.
Also schöner kann es eigentlich nicht sein. So, das wäre jetzt auch sozusagen die Erinnerung, mal die Festplatte reinzustecken, falls dein Backup lauf machen will und es funktioniert nicht. Einziger Nachteil ist, man muss dann halt in das Programm und auf jetzt sichern klicken, damit das Backup anläuft. Wäre vielleicht ein bisschen eleganter gegangen, aber immerhin das erste Programm im Test, das überhaupt mal eine Meldung an den Nutzer bringt, wenn irgendwas daneben geht. So, was mache ich jetzt nochmal zum Zeigen? Ich gehe nochmal hier auf das Backup, benenne die Datei wieder so um, dass er auch ein Backup machen kann. Und ich habe ja jetzt diese Datei hier gesichert. Da ist nur in diesem Ordner, den ich sichern will, nur eine Datei drin. Und die kann ich jetzt einfach mal beliebig verändern, speichere die ab und gehe hier jetzt auf nochmal sichern. Und jetzt zeigt er mir an, er hat zwei Versionen gesichert. Wie sieht es denn dann mit dem Restore aus? Dazu gehe ich jetzt auf Wiederherstellen. Meine Sicherung heißt ja UsefulWid und gehe hier auf Weiter und er zeigt mir hier in einer Liste beide Sicherungen an. Elegant finde ich das immer noch nicht. Es gibt zwar bei GitHub schon einen Eintrag, wo darüber diskutiert wird. Der letzte Eintrag davon ist 20 Tage alt. Da ist sogar eine Bounty drauf ausgesetzt, die dafür gedacht ist, dass dieses Feature eingebaut ist, dass man sich einfach aufgelistet die Dateien anzeigen lassen kann, welche Versionen davon vorhanden sind und dass man hier nicht kompliziert durch die Sicherung hüpfen muss. Das ist schon hier nicht die schlechteste Lösung, die ich jetzt bisher gesehen habe, weil man kann da relativ komfortabel einfach sich durchklicken. Man sieht jetzt aber nicht zum Beispiel das Datum der Datei hier. Man sieht immer nur, von welcher Sicherung die gesichert wurde. Also ganz zufrieden bin ich damit am Ende nicht. Ja, kommen wir zur Wertung. Die Duplikate verschlüsselt, es versioniert, einfaches Recovery. Ja, also man kann erstens mit Standard-Tools wie ZIP oder AES-Skript auch ohne Duplikate die Dateien wiederherstellen. Also man ist hier nicht proprietärer Software ausgeliefert, aber ich habe es euch ja hier gezeigt, so richtig schön die Version der Dateien kann ich mir leider nicht anzeigen lassen. Das hätte mir jetzt hier noch für grün gefehlt. Erinnert es daran, die USB-Platte einzustecken? Nein, es erinnert nicht daran, aber es bringt immerhin eine Meldung und zeigt auch einen Alarm an, wenn ein Backup nicht funktioniert hat. Man steckt dann einfach die Platte an, lässt das Backup einmal manuell laufen und gut ist. Immerhin, man hat eine Erinnerung, ja, dass da was schief gelaufen ist. Muss dann zwar manuell nochmal tätig werden, das ist ein bisschen schade, aber das beste Ergebnis von den drei Programmen, die ich bisher getestet habe. Von daher gibt es schon eine Empfehlung für Duplikati von mir. Ihr seht, ihr kennt ja jetzt die Fallstricke, die es hat, die habe ich euch ja gezeigt. Aber die finde ich noch verschmerzbar und vielleicht gibt es ja in der zukünftigen Version die Möglichkeit, sich die Dateien in so einem Strukturbaum anzeigen zu lassen, welche man da recovern möchte.